Ab dem 6. November steht Dirt 5 von Codemasters für die noch aktuellen Konsolen Xbox One und der PlayStation 4 sowie für den PC in dem Handel für euch bereit. Ab dem 10.11. bzw. 19.11. könnt ihr dann auch auf der Next Gen PlayStation 5 sowie der Xbox Series X und S Gas geben. Doch was wir von Dirt 5 alles erwarten dürfen, erfahrt ihr in unserem Review gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen auf GameContrast.de. Mein Name ist Gerrit und heute wird es dreckig in Dirt 5. Die Dirt-Reihe ist schon seit Jahren eine feste Größe unter den Rennsportfans. Ursprünglich als Colin McRae Rally gestartet, hat sich die Serie über die Jahre immer weiterentwickelt. So möchte man sowohl Simulationsfans als auch Arcade-Fans gleichermaßen abholen. Daher hatte man zuletzt über die Jahre die Serie in Dirt und Dirt Rally aufgeteilt. Während die Dirt-Teile eher spaßig und mit deutlich mehr Arcade-Anteil daherkommen, steht Dirt Rally für knallharte Rally-Simulation. Und um eines jetzt schon vorwegzunehmen, ich war trotzdem von Dirt 5 sehr überrascht. Während man in Dirt 4 einen Mix aus Arcade mit etwas Simulation noch vermischt hat, kommt der neueste Ableger als waschechter Action-Arcade-Racer daher. Simulation findet hier praktisch gar nicht statt. Und wenn man sich Dirt 5 einmal genauer anschaut, wird man das Gefühl nicht los, das alles irgendwie schon einmal in einer ähnlichen Form gesehen zu haben. Der Grafikstil, die Aufmachung, unterschiedliche und teils auch abgedrehte Modi. Was war das noch gleich? Stimmt. Onrush aus dem Jahr 2018. Dieselben Herrschaften von Codemasters sind nun also auch für Dirt 5 verantwortlich. Und das soll gar nicht negativ gemeint sein. Nur sollte man das eventuell vorher wissen, um einschätzen zu können, auf was man sich da im Vornherein einlässt. Ich habe nämlich nach meinen ersten Runden schon einen zweiseitigen Text über die Gummiband-KI und ihre Nachteile verfasst, den ich aber spätestens ab jetzt in die Tonne kloppen kann, weil diese nämlich genau hier sehr wichtig ist, da sie für die nötige Action sorgt. Wer hier allerdings ein Dirt 4 in neu erwartet, um gleich zu Beginn stets früher bremst, um seinen Gegner nicht gleich in die Karre zu fahren, im Gegenzug aber die KI einen in die Bande drängt, kann einen das hier schon ziemlich verärgert zurücklassen. Daher sollte man Dirt 5 als das ansehen, was es dann auch ist. Eine bunte Neonparty auf vier Rädern, welche sich besonders mit Freunden online als auch lokal an einer Konsole mit bis zu vier Spielern extrem gut spielen lässt. Und bevor jetzt auch der letzte Simracer unter euch das Video vorzeitig beendet, kann ich euch zumindest leichte Entwarnung geben. Was den Support von Lenkrädern betrifft zumindest. Dirt 5 hat zwar keine eigene Lenkradoption, worüber man das Force Feedback oder den Lenkradwiderstand und weiteres einstellen kann. Unter Steuerung gibt es quasi nur den Controller zur Auswahl. Jedoch kann man auch jetzt schon Lenkräder nutzen. Zumindest das Logitech G29 auf der PlayStation 4 haben wir zum Laufen bekommen. Hierzu muss allerdings der Controller angemeldet bleiben und das Spiel muss mit dem Lenkrad über das PS4-Menü gestartet werden. Das sorgt dafür, dass ihr euren Simulator nutzen könnt, jedoch bekommt ihr kein Rumble bzw. Force Feedback in euer Lenkrad. Während ihr mit dem Lenkrad also nun unterwegs seid, tanzt euer DualShock Controller auf dem Tisch hin und her, da die Rumble-Motoren im Controller arbeiten, jedoch nicht in eurem Lenkrad. Hier habe ich das Rumble dann komplett deaktiviert. Das kann man machen, muss man aber nicht. Man spürt nämlich, dass Dirt 5 komplett auf Controller ausgelegt ist. Laut unseren Informationen soll zu einem späteren Zeitpunkt jedoch eine richtige Lenkradoption ins Spiel hinzugefügt werden. In Dirt 5 habt ihr die Möglichkeit, eine Karriere sowie eigene Events und Time Trails zu fahren. Das Ganze wahlweise solo alleine, online mit bis zu 12 Spielern in einer Lobby, als auch lokal im Splitscreen mit bis zu 4 Spielern auf der heimischen Couch. Der Karrieremodus ist recht schlicht und simpel gehalten. Im Prinzip geht es hier nur darum, von einem Event zum nächsten zu springen. Dabei wechseln sich die Rennen regelmäßig ab. Land Rush sind Rennen mit größeren Offroad-SUVs, die speziell fürs Gelände konzipiert sind. Ultimate Cross ist eine alternative Variante vom klassischen Rallycross.
Rundkursrennen ohne Joker-Lab mit diversen Rallye-Fahrzeugen. Hierbei wechselt der Kurs dann abwechselnd von Asphalt und Schotter. Unter anderem könnt ihr hier auch klassische Rallycross-Boliden wie zum Beispiel den Audi S1 EKS, aber auch klassische Rallye-Fahrzeuge wie den VW Polo R oder den Subaru Impreza steuern. Während der Karriere steigt ihr im Level auf und sammelt Geld, um euch später alle Fahrzeuge freikaufen zu können. Die, naja, nennen wir sie mal Story, ist recht simpel und nicht weiter erwähnenswert. Wir sind in der extremen Welt des Rallye-Sports der absolute Rookie und müssen uns einen Ruf verdienen. Über einen Podcast, welcher zwischen Rennen im Hintergrund läuft, wird die Story dann Stück für Stück vorangetrieben. Um wen und was es sich dabei handelt, das verraten wir euch an dieser Stelle mal nicht. Jedoch können die Sprecher einen zwischenzeitlich wirklich nerven. Sie wirken einfach krampfhaft lustig und das kommt leider nicht immer gut rüber. Vielen Dank für das alles. Aber das Eichhörnchen sah echt wütend aus. James, wirklich, ihr wart nicht dabei. Ja, stimmt. Die können einem schon Angst machen. Okay. Manchmal schon. Ich meine, das sind praktisch Ratten mit buschigen Schwänzen. Genau. Beim Thema Sound kann man wirklich nichts sagen. Dieser ist wirklich ordentlich. Die Motoren klingen ihren Vorbildern recht ähnlich und zumindest die Rallye- und Rallycross-Boliden lassen den Turbo schön pfeifen. Die Soundtracks sind ebenfalls stimmungsvoll und laden regelrecht zu einer Arcade-Party ein. Technisch macht Dirt 5 zumindest für die älteren Konsolen einen gemischten Eindruck. Zwischen wunderschön und hässlich ist einfach alles dabei. Grundsätzlich sei gesagt, man kann auch auf der älteren Xbox One S und der PlayStation 4 Slim zwischen einem Qualitäts- und Performance-Modus wählen. Beim ersten liegt die Priorität auf die maximale Grafikqualität mit 30 FPS. Und beim Performance-Modus sind es dann 60 FPS mit weniger Grafikdetails. Doch selbst bei 30 FPS mit maximaler Grafikqualität fehlt der Spiegel, welcher einfach nur Matsch darstellt. Legt man hingegen auf 60 FPS viel Wert, entfallen dann nochmal sämtliche weitere Details. Bei der Cockpit-Ansicht kann es dann sein, dass auch einfache Dinge wie eine LED-Shift-Anzeige auf den Armaturen gar nicht mehr angezeigt wird und Schatten nur noch grob dargestellt werden. Die Umgebung hingegen wirkt exotisch und stimmungsvoll. Die Fahrzeuge werden von Runde zu Runde immer dreckiger und generell sehen die Fahrzeugmodelle sehr ordentlich aus. Wasserspiegelungen und dynamisches Wetter machen die Rennen lebendig. Eben haben wir uns noch durch den Regen gekämpft und plötzlich blendet uns hinter dem nächsten Hügel die Sonne. Ein, wie ich finde, sehr gelungener Mehrwert für Dirt 5 ist der Playground. Ein Editor, mit dem wir unsere eigenen Events und Arenen frei gestalten können. Hier kann man zusätzlich Stunden über Stunden mit dem Bauen beschäftigt sein. Was für spektakuläre und abwechslungsreiche Kreationen uns hier von der Community erwarten wird, muss sich noch erst zeigen, jedoch das Potenzial dafür ist schon verdammt groß. Kommen wir jetzt mal zum Fazit. Wer ein Fan von Arcade Racern ist, kann hier grundsätzlich nicht sehr viel falsch machen. Hier und da gibt es noch ein paar kleinere technische Schwächen, die aber bereits mit Patches nach und nach ausgebessert werden sollen. Hier hat Codemasters bereits schon bekannt gegeben, sich diesen Problemen anzunehmen. Auch ein Support für Lenkräder soll folgen. Gerade mit Freunden in einer Party weiß das Spiel hier richtig zu überzeugen. Dieses macht nämlich richtig Spaß. Wir können Fans dieses Spiel definitiv empfehlen. Wir bedanken uns selbstverständlich für die Bereitstellung eines Exemplars bei Codemasters. Wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Zockertag. Ich schwinge mich jetzt wieder hinter Steuer und mache mich dreckig. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Gerrit von GameContrast.de. Ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.